Wir stehen hier an unserer Ionenorgel. Wir, das sind mein Experimentierpartner Stefan und ich selbst. Und wir schauen, was hier ist. Eine große Plexiglasplatte, zwei Metallteile, die man anfassen kann. Willst du das auch mal versuchen? Oh ja! Sehr schön. Und das war schon gleich einen Schritt weiter. Das müssen wir erst mal zeigen. Wir haben nämlich vorher hier schon ein bisschen Salzwasser ausgebreitet. Und die akustische Erscheinung kommt auch zustande, wenn wir hier anfassen und so wie Stefan das eben gemacht hat, hier zum Beispiel oder auch noch woanders. Und es kommen verschiedene Töne zusammen, Orgel darum der Begriff und Ionenorgel, weil die leitenden Elektrizitätsteilchen in so einer Salzlösung Ionen genannt werden. Und das ist also die Ionenorgel und da kann man viele schöne Spiele machen. Stefan kann zum Beispiel dort hier auf der Platte anfassen und mir die andere Hand geben und ich fasse hier oben an und jetzt kannst du sogar mal auf der Platte weiterrutschen. So, und wenn noch eine ganze Schulklasse hier wäre, dann könnten wir die auch hier alle mit einbinden, eine große Menschenkette machen. Ja, vielleicht noch, was dahinter steckt. Wenn wir hier anfassen an beiden Metallen, an beiden elektrischen Kontakten, dann entsteht durch uns selbst ein Stromfluss. Aber die Stromstärken sind sehr gering, sodass wir keine Sorge haben müssen, sonst wäre das Ding auch gar nicht zugelassen. Und diese Stromstärke, der Strom, der durch uns fließt, wird hörbar gemacht durch eine kleine elektronische Einrichtung da drin in der Tonne.